Der Tenningau ist um eine Attraktion reicher, denn in der Holzgemeinde Kuchl spielt seit kurzem im Winter auch Eis eine gewichtige Rolle, nämlich in Form des neuen Eislaufplatzes. Uns gefällt er ziemlich gut, weil man hier so gut Eis laufen kann und so. Ja. Mir gefällt es, weil da sind voll viele Leute und weil man einfach voll gut Eis laufen kann. Ich finde das auch super da. Warum braucht Kuchl seinen Eislaufplatz? Weil man am Bürgersee nicht mehr Eis laufen kann. Oder nur mehr wahrscheinlich an einem Tag im Jahr. Und ich finde es super, wenn es einfach Angebot gibt für junge Leute. Die Idee vom eigenen Eislaufplatz in Kuchl gibt es schon seit 20 Jahren. 2023 hat die Gemeinde gemeinsam mit dem Tourismusverband das Projekt wieder aus der Versenkung geholt. Und wie es der Zufall so will, ist man in Obertrum fündig geworden. Bei einer Besichtigung wurde den Kuchlern der Platz für rund 20.000 Euro zum Kauf angeboten. Nun erstrahlt das Schmuckstück in Kuchl in neuem Glanz. Wir brauchen Alternativen für unsere Kinder, für unsere Jugendlichen, damit sie Sport machen können. Und das ist gerade im Winter oftmals nicht so einfach. Vor allem, wenn man jetzt weiß, das Skifahren ist doch relativ teuer. Viele können es sich nicht leisten und wir haben hier eine Möglichkeit, wo man wirklich sehr günstig eine super Sportmöglichkeit im Winter ausnützen kann. Und das ist uns wichtig. Bevor die Tenningauer dem Eiszauber frönen können, muss zuerst das Eis gemacht werden. Zuständig dafür ist Georg Wieser. Im Eigenstudium hat sich der pensionierte Gemeindebedienstete die Fähigkeit angeeignet, das perfekte Eis zu machen. Man muss aufpassen, dass ja kein Schnee dabei ist. Das war in Anfang wie gespritzt, da ich habe auch keine Ahnung gehabt. Und dann haben die haben richtig gesagt, wie wir es tun sollen. Klares Wasser drauf und alle Schicht für Schicht auftragen. Und ja, nicht zu lang, aber ein bisschen drauf und ein bisschen drauf, dann bringt man ein halbes Eis zusammen. Eröffnet wurde der Platz standesgemäß mit den jungen Talenten von Sweden Mozart aus Salzburg. Die Sportlerinnen zeigten ihr Können im Einzel- und im Synchronlauf. Mit dabei auch die 8-jährige Kuchlerin Lisa Maria Seiwald. Wie sie sich auf ihren Einsatz vorbereitet hat, erklärt sie uns selbst. Halt, man tut zuerst einlaufen, heute sind die Schritte, dann da tut man ein bisschen springen, dann fährt man vielleicht auch noch die Kühe und dann macht man noch Büretten. Das Gesamtpaket Eislaufplatz hat sich die Gemeinde rund 160.000 Euro kosten lassen. Eine Investition für die nächsten 10 Jahre, so die Verantwortlichen. Darin inkludiert sind Container mit einem Schuhverleih, Umkleide- und Toilettenräume und einem Imbissstand. Interessant ist auch, dass es politisch und touristisch bei der Errichtung von Kuchl und Eis einen Schulterschluss gab. Ich muss sagen, das ist jetzt ein weiterer Baustein im Winterbereich, wo man wirklich ein Angebot schafft für einen 3-Jährigen bis zu einem 70-Jährigen, weil es ist für jeden was dabei. Es ist ein interessanter Sport, ob man runter spazieren geht. Die Kinder gehen Eis laufen und man schaut zu. Man tut irgendwas in der eigenen Gemeinde, man muss nicht weit wegfahren. Die Nachricht vom neuen Eislaufplatz hat schon die Runde gemacht. Denn für die nächsten Wochen haben sich bereits 60 Schulklassen aus den Umlandgemeinden zum Eislaufen angemeldet.